Mein Name ist Jan Fiese, bin 26 Jahre alt, bin in Heidelberg geboren und spiele defensives Mittelfeld. In der Freizeit unternehme ich gerne was mit meiner Frau. Ich bin jetzt seit fast 2 Jahren verheiratet, bin schon 10 Jahre mit ihr zusammen und wir unternehmen eigentlich sehr, sehr, sehr viel zusammen. Wir gehen gerne ins Kino, gehen sehr gerne essen und reisen sehr viel. Also in der Freizeit halt Sommerpause, Winterpause sind wir meistens im Ausland. Meine Fußballvorbilder. Also ich habe 2 Vorbilder. Das eine ist fußballerisch, das ist Zinedine Zidane. Und einmal so ein allgemein sportliches Vorbild, das ist der Roger Federer. Als Bambini bei der Spielvereinigung Bayertal war das damals. Das war meine erste Spielerfahrung im Fußball. Die 2 Einsätze in der U19-Nationalmannschaft, nee, die haben mich eigentlich gar nicht geprägt. Das war eigentlich, ich sage jetzt nicht Zufall, aber es war mehr Glück, da damals schon viele aus meinem Jahrgang, 87er Jahrgang, schon Bundesliga gespielt haben. Und deswegen haben die einfach noch ein paar Leute gebraucht. Und ich war meistens so im B-Kader. Dann bin ich einfach nachgerückt. Und klar, es war schon eine Erfahrung. Wir waren damals, das waren 2 Länderspiele in Katar, das war ein Turnier. Es hat schon Spaß gemacht, aber geprägt haben die mich jetzt nicht. Und zu Klinsmann und Jogi Löw hatte ich auch noch nie Kontakt. Kassel war meine erste Station nach den Junioren und es war eine sehr positive Zeit. Ich hatte eine sehr schöne Zeit auch in Kassel. Es ist auch eine, ich sag mal, in Anführungszeichen eine fußballverrückte Stadt. Bei den großen Spielen war das Stadion immer sehr, sehr gut befüllt und es hat echt Spaß gemacht in Kassel zu spielen. Leider haben wir damals die Qualifikation zur 3. Liga nicht geschafft und ja, darauf bin ich dann nach Sandhausen 2 Jahre. Ja, das war das erste Mal, dass ich, wie gesagt, aus dem Rhein-Neckar-Kreis weg bin. Und es war ja nach den Junioren dann und von daher war das schon ein großer Schritt, auch für mich persönlich. Hab dann das erste Mal alleine gewohnt, musste selbst alleine die Wäsche waschen, Geschirr spülen, kochen. Und es war alles nicht so einfach, aber irgendwie habe ich es hinbekommen. Also ich wurde richtig gut aufgenommen hier in Bielefeld. Also ich weiß nicht, zum Verein brauchen wir jetzt nicht viel sagen. Es ist ein wirklich Top-Verein, sehr gut geführt, auch wenn man jetzt hier im Stadion, wenn man das hier sieht. Ich freue mich schon aufs erste Spiel, in dem ich spielen kann. Bin ja leider verletzt. Und ja, die Leute haben mich sehr, sehr gut aufgenommen. Als Ritual vom Spiel habe ich, oder wir haben Stutzen vom Spiel, Spielstutzen und da stehen immer R für rechts und L für links. Und ich ziehe die immer umgekehrt an, also der rechte Stutzen bei mir links und der linke Stutzen rechts. Von den Mitspielern wurde ich jetzt nichts Besonderem aufgenommen. Also wie jeder anderen Fußballmannschaft auch. Man lernt sich nach und nach immer besser kennen. Also das ergibt sich einfach. Die Jungs sind am Anfang ist so, dass die Jungs immer freundlich sind und nach einer Zeit geht es dann halt auch manchmal gut zur Sache im Training, aber das gehört ja auch dazu. Also da wurde jetzt nichts Besonderes gemacht. Also die 2. Liga im Gegensatz zur letzten Runde finde ich sogar noch etwas stärker von den Vereinen her. Noch mehr Traditionsvereine und auch von der spielerischen Qualität oder spielerischen Klasse her sind die Mannschaften, glaube ich, noch besser als letztes Jahr, wenn man sieht, was die Leute eingekauft oder die Mannschaften eingekauft haben. Ziel muss ganz klar sein, der Klassenerhalt und für so einen Verein, dass der Verein sich einfach etabliert in der 2. Liga. Also, sag mal, nächstes Jahr und in den darauffolgenden Jahren nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat.